Hallo Freunde und willkommen zurück zu der Herr der Ringe Online. Auch ich bin wieder zurück und zwar aus meinem Urlaub. Ich konnte ein paar freie Tage genießen. Heute geht es mit 9 Folgen wieder weiter. Mit der letzten Herr der Ringe Folge ist leider was schief gegangen. Das lag nicht an mir. Da hatte YouTube mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sagte ja noch in der letzten Folge oder beziehungsweise eigentlich in der vorletzten Folge, dass ich genug Vorrat aufgenommen habe, um euch meinen Urlaub gar nicht merken zu lassen. Das ging irgendwie gründlich in die Hose, denn mit dem letzten Herr der Ringe Online-Video hat was nicht gestimmt. Und ich konnte auch nicht wirklich eingreifen oder neu hochladen, weil ich ja im Urlaub war. Zumindest konnte man die Folge nicht sehen. Man konnte sie finden, wenn man über Facebook oder Kryoworld.de geschaut hat. Aber alle meine Abonnenten, alle Zuschauer, die die Folge über YouTube gesucht haben, die konnten die Folge nicht sehen. Ich werde sie jetzt hier an dieser Stelle nochmal unter dieser Folge in der Beschreibung verlinken, falls irgendjemand Interesse an dieser Folge hat. Dann könnt ihr die noch sehen. Aber wie gesagt, irgendwas ging mit dieser Folge gründlich schief. Ganz so, als wäre sie versteckt. Dabei war sie nicht versteckt, sondern öffentlich freigeschaltet. Naja, es ist halt immer so, Murphys Gesetz. Wenn man im Urlaub ist und nicht eingreifen kann, geht auf jeden Fall was schief. Gut, wir sind auf jeden Fall in Tom Bombadils Haus. Wir sollen jetzt mit Tom Bombadil reden und ich denke mal, der hat auch wieder eine neue Aufgabe für uns. Ich schaue mir das mal an hier. So. Ding, long, dong, long. Genau, so die Worte von Tom. Nun, wie geht's, wie steht's? Bereit für ein paar Sprünge über Hügelgräber? Lasst uns springen und ein Liedchen singen und den dunklen Gestalten Furcht zu bringen. Um den dunklen Gestalten Furcht zu bringen und wir werden in eine Instanz geportet. In den Tiefen von Othrongrod, dem großen Hügelgrab, wird eine unheilige Allianz geschmiedet. Sie könnte das Ende von Eriador bedeuten. Okay, wir sind jetzt mit Tom dahin gelaufen. Und wenn ich jetzt hier mal auf die Questbeschreibung schaue, geht zum Eingang des großen Hügelgrabs Othrongrod. Wir können ja gerade mal auf die Karte schauen. Hier sind nämlich verschiedene eingezeichnet, aber das ist wahrscheinlich das da vorne. Was ist das da hinten? Götham. Großes Hügelgrab, das ist da vorne. So, was ist mit Tom hier? Du sollst nicht wegrennen. Du solltest mir ein bisschen helfen. Also zumindest würde ich das ganz gut finden, wenn du mir hilfst. Aber Moment mal. Ich schau nochmal auf die Karte. Es muss da nämlich da vorne sein. Es ist übrigens gerade Nacht, wer es noch nicht gemerkt hat. Und das da vorne müsste doch schon das Hügelgrab sein. Zumindest gehe ich mal davon aus. So, da steht jemand davor. Grimhand-Rebell. Stufe 21. Könnte noch ein bisschen schwer sein für uns. Das könnte schwer sein. Ich probiere es einfach mal. Aber wenn nicht, machen wir halt noch eine andere Aufgabe vorher. Ist ja auch kein Thema. Das Problem ist nur, dass ich den hier wahrscheinlich nicht alleine kriege, dass der andere mit angerannt kommt. Wir probieren es einfach mal. Natürlich, der kommt jetzt schon. Und er macht auch ordentlich Schaden, wie ich das gerade sehe. Allerdings geht er auch ganz gut hier runter mit seiner Gesundheit. Das ging ja doch relativ gut. Die haben ja noch nicht mal die Hälfte der Energie, die mir zur Verfügung steht, runtergeballert, runtergehauen. Aber man sieht hier auch an der Quest hier Instanz Othrongrod, die ist orange. Also es wird heftig, Leute, es wird heftig. Aber ich glaube, wir werden das schon schaffen. Irgendwie werden wir es schaffen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im großen Hügelgrab. Folgt dem Hexenkönig, so die Aufgabe. Meine Karte ist nichts eingezeichnet. Also von Folgen kann keine Rede sein, denn ich habe hier niemanden zum Folgen. Aber solange es nur in eine Richtung geht, so wie jetzt gerade, ist es wahrscheinlich kein Problem. Da vorne geht es nicht auf, ne? Das ist kein versteckter Weg oder so. Nee. Und hier hinten auch nicht. Auch das nicht. Also geht es nur definitiv in diese Richtung. Aber wir haben hier Gott sei Dank Automap. Das heißt, so schwierig kann es ja nicht werden. Gegner sehe ich aktuell auch keine. Ah, da kommen sie schon angerannt. Zu früh gefreut. So, und du auch noch. Schön auf die Mütze bitte.
Oh, und die nächsten beiden? Das ist natürlich schlecht. Extrem schlecht. Denn ich brauche definitiv Erholung bei so schwierigen Gegnern hier. So, sehr schön. Wir müssen mal ganz kurz erholen. Wenn da nämlich wieder vier angerannt kommen, dann könnte es mein sicheres Ende sein. Bei EverQuest konnte man sich mal hinsetzen, dann hat man schneller sich erholt. Ich glaube, das geht hier nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt auf jeden Fall noch warten. Sonst ist mir das zu heikel. So, komm, wir gehen mal weiter. Wer übrigens ein oder zwei Bilder sehen möchte aus meinem Urlaub, der muss mal bei Facebook vorbeischauen. Da habe ich ein bisschen was gepostet. So. Also es war so mehr so Ferien auf einem Bauernhof, könnte man schon fast sagen. Also nicht der Ballermann oder so, eher das Gegenteil. Ganz gediegen. Jetzt warte mal hier. Jetzt hier, Schluss mit Urlaub. Wir müssen hier die Welt retten, sozusagen. Hier gibt es allerdings nichts. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch nichts. Folgt dem Hexenkönig. Immer noch die Aufgabe. Gehen wir einfach mal weiter runter. Wobei auf der Karte sieht es fast so aus, als würde es da irgendwie weitergehen, ne? Geht immer weiter runter hier. Und da kommen die nächsten Freaks. So weit weg. Ja, dann gehen wir näher dran jetzt hier. So, der ist erledigt. Auch der ist tot. Diesmal waren es nur zwei. Soll mir recht sein. Und hier wird es richtig schön. Guck mal, dieser Nebel hier am Boden. Feine Sache. Warte mal, wir müssen uns mal anders hinstellen. Das ist schlecht. So rum. So, jetzt haut drauf, Junge. Genau so. Und der nächste. Der haut ab, aber der soll nicht die anderen anpullen hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, da hat er nämlich Verstärkung geholt. Das wusste ich genau. Jetzt kämpfen wir nämlich gegen drei. Und dann wird das schon schwieriger hier. Müssen wir aber trotzdem schaffen. Ich bin momentan noch sehr zuversichtlich. Sehr schön, sehr schön. So, da hat er etwas länger gebraucht, bis er gemerkt hat, dass er tot ist. Aber auch er hat es begriffen. Wir sollten ein bisschen langsamer machen, wenn ich so meine Gesundheit betrachte. Wir können ja in der Zeit mal auf die Karte schauen. Da oben war Start. Ja, hier sieht es auch so aus, als würde es dann noch weitergehen, ne? Auch hier. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Ich will mal gerade schauen, ob es da wirklich weitergeht oder nicht. Ja, das sind auf jeden Fall Wege. Ja, aber nur so, keine Ahnung, so kleine Räume. Aber das ist trotzdem wichtig, dass wir hier durchgehen, damit wir das auf der Karte eingezeichnet bekommen, damit wir irgendwann wieder den Rückweg finden. So, jetzt haben wir hier eine schicke große Türe. Eine Schädeltür. Und da die nächsten zwei Feinde vor uns. Allerdings greifen die momentan noch nicht an. Da hinten steht irgendein Hauptmann. Das war's aber auch schon. Die zwei Stück plus der Hauptmann da hinten. Mehr sehe ich aktuell nicht. Ja, komm, auf die Mütze hier. Sehr schön, sehr schön. Und da kommt der Hauptmann angerannt. Auch er muss sterben, wie alle anderen vor ihm. Nein, 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 nicht wegrennen, mein Freund. Bleib da schön stehen.
Ich bleibe nicht zurück. Ach so, der will mir irgendwas mitteilen. Er will aufgeben, hä? Oder auch nicht. Der holt jetzt hier so einen Depp. Er kann es gar nicht glauben, dass er besiegt wird. Tödlicher Grabunhold. Wo ist jetzt der Hauptmann hin eigentlich? Ist der jetzt weggegangen? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der ist auf jeden Fall hin. Was hat er denn jetzt gesagt? Warte mal hier. Ihr könnt es ja zurückscrollen. Also gut, ihr mögt meine Männer getwittert haben. Mich werdet ihr aber nicht töten. Ich kann nicht besiegt werden. Bleibt zurück. Skorkrim hat versprochen, er hat gesagt, wir können nicht besiegt werden. Die Toten dulden keine Eindringlinge. Das hat der Tote gesagt. Ja, scheinbar hat er doch gemerkt, dass er doch besiegt werden kann. Aber hier gibt es jetzt nichts mehr in diesem großen Raum. Es geht da hinten weiter, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Und da ist der nächste. Was ist denn das? Ein kriechender Arm. Ein kriechender Arm. Jetzt muss schon gegen Arme kämpfen, oder was? Ist ja unglaublich hier, du. Eiskaltes Händchen von der Adams Family. Erinnert mich so ein bisschen daran. Aber das war ja kein Arm, das war ja nur eine Hand, ne? Übrigens ist der ganz schön brutal, das sehe ich hier eben erst. Ich hoffe, den werde ich schaffen. Der ist schon ein bisschen besser hier, der Bursche hier. Los, schnell, schnell, schnell. Jetzt keinen Fehler machen. Wow, das war aber knapp hier. Das war richtig knapp, Leute. Da unten ist Skorkrim. Ich hoffe, der ist leichter zu besiegen. Weil wenn da jetzt noch einer dabei ist, dann wird das eine richtig heftige Hausnummer. Das kann ich euch sagen. Ich werde mir erstmal einen Schluck Kaffee gönnen. So, und wir schauen nochmal auf die Karte. Und möglicherweise ist die Instanz dann schon wieder vorbei. Komm, wir gucken nochmal in dem anderen Raum oben, während ich mich hier etwas erhole. Denn diesmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mit voller Gesundheit dahin gehen. So. Da oben gibt es aber definitiv nichts mehr. Nur auf der Karte sah es eben so aus, als wäre das nicht alles aufgeklärt. Sieht immer noch so aus. Oben hier und rechts. Aber okay. So, ein Viertel fehlt noch. Hab Geduld, Kuyo, hab Geduld, Dexenkönig. Ach du Scheiße. Skorkrim, das sind beides gute Gegner. Also starke Gegner. Ich bete, dass die nicht beide angreifen. Ich glaube, die können wir nicht besiegen. Kommt, Iva erwartet uns, die gehen. Wo gehen sie denn hin? Und da sind sie auch schon weg. Wo sind sie denn jetzt hin? Ach, durch diese Tür wahrscheinlich. Scheinlich da. Ach du Scheiße. Zwei Grabunholde. Okay, die müssten wir so schaffen. Das sind normale Gegner. Halten aber trotzdem einiges aus, die Jungs. So, der erste ist tot. Der zweite folgt hoffentlich auch gleich. Erledigt. So. Wachtmeister Unhold. Der ist schon wieder stärker. Leute. Es wird richtig brutal, ey. Und da kommen die nächsten. Meine Gesundheit ist noch nicht wieder hergestellt. Komm, wir gehen da mal aus dem Sichtbereich. So, der ist zum Glück tot. Komm, baller drauf. So ist recht, mein Freund. Es wird knapp, Leute. Es wird knapp. Vielleicht sollte ich mal einen Waffe verwenden oder sowas. Also einen Heiltrank. So. Da vorne steht der nächste. Und der ist stärker. Der ist definitiv stärker. Wir können ja gerade mal im Inventar schauen, was wir denn dabei haben an schönen Tränken. Ob wir da überhaupt was dabei haben. Da haben wir zumindest was gefunden. Zwei einfache Zelebrantsalben.
Stellt bei Gebrauch die Kampfkraft wieder her. Na, ich hätte gerne was, was mich dauerhaft bufft. Aber wir haben da gar nichts dabei, ne? Doch, da ist was. Vier Tränke der Leidenschaft. Experte. Minimale Stufe 25. Ja, hm. Haben wir noch nicht so ganz, ne? Ansonsten sehe ich jetzt aktuell nichts mehr. Wahrscheinlich übersehe ich es schon wieder. Da haben wir diese Zelebrantsalben wieder. Und was haben wir hier noch? Da ist auch was. Verjüngungstränke. Dieser Trank verleiht euch eine kurze, mächtige Stärkung von Moral und Kraft. Die gewonnene Energie hängt von eurer Stufe ab. Das heißt, wie lange hält denn das? Wird bei Verwendung Abklingzeit 20 Sekunden. Na super. So, wir haben eins reingeballert. Ab geht's. Aber ganz schnell jetzt hier. Sollten wir uns auf jeden Fall aufheben, falls wir noch gegen diesen Mächtigen kämpfen müssen hier. So, ich muss jetzt mal unten hingucken, damit ich nicht immer die ganze Zeit auf die Falschen drauf drücke. Oh, oh, was jetzt? Was jetzt? Ja, aber das schaffe ich doch nicht, Leute. So, ich hoffe hier, dass die ein bisschen schwächer sind. Aber die machen mich gerade mal kalt hier, die Jungs. Scheiße. Los, los, los. Den schaffe ich nicht. Scheiße. Dann nutzt wahrscheinlich nichts mehr abhauen, oder? Nee. Scheiße. Ihr wurdet außer Gefecht gesetzt. Wollt ihr euch aus dem Kampf zurückziehen? Ihr werdet in 59.593 Sekunden automatisch in euren Ausgangspunkt zurückkehren. Weh, ich muss diesen Dungeon jetzt komplett neu machen. Tatsächlich. Scheiße. Ach, Manu. Das ist ja mies. Ich brauche Verstärkung. Leute, ich brauche Verstärkung. Wir sind hier wieder bei dem Schritt Sprech mit Tom Bombadil, da wo wir am Anfang der Folge waren. Tja, die Zeit ist jetzt noch nicht ganz rum, aber ich will das jetzt nicht wieder von vorne beginnen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, denn ich glaube, für mich alleine ist es noch ein bisschen schwierig. Und ich weiß ja auch nicht, wie schwierig das noch wird mit diesem Dungeon. Vielleicht wird es ja noch schwieriger und dann haben wir erst recht keine Chance. Gibt es da draußen einen Freiwilligen, der hier mir an dieser Stelle mal helfen möchte? Der soll sich bitte melden. Dann werde ich mit diesem Kontakt aufnehmen. Wir sind hier oder ich spiele auf dem Server Anduin. Und ansonsten würde ich sagen, dass ich einfach nochmal ein paar andere Quests mache, bis wir zumindest mal ein Level höher sind, damit es ein bisschen leichter wird. In diesem Sinne mache ich für heute Schluss. Wir sehen uns in Kürze wieder. Macht's gut, bis dann.